Boah, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Herzlich willkommen zur vermutlich letzten Folge von Road to Billionaire. Heute ist, glaube ich, Tag 55. Ich habe seit 55 Tagen jeden Tag ein Video gemacht, ohne Ausnahme. Und heute kommt das letzte Video. Ich habe mir echt ganz viel Gedanken dazu gemacht, habe mich jetzt aber dazu entschieden, dass es so nicht weitergehen kann. Und zwar werde ich tatsächlich mit diesem Kanal komplett aufhören. Aber für alle, die jetzt denken, dass ich aufgebe, kein Milliardär mehr werden möchte, nicht mehr jeden Tag Videos hochladen will, das stimmt nicht, keine Sorge. Ich werde natürlich weitermachen. Ich werde weiterhin das Ziel haben, Milliardär zu sein. Und ich werde weiterhin jeden Tag Videos hochladen, aber nicht auf diesem Kanal. Und es hat ein paar Gründe, die ich jetzt erstmal erwähnen möchte. Zum einen ist es so, wenn ihr euch meinen Kanal anschaut, ich habe auf diesem Kanal schon über 69.000 Follower, die ich mir größtenteils mit Short-Videos aufgebaut habe. Und zwar Short-Videos zum Schafessen. Eigentlich sind es alles nur meine TikTok-Videos, die ich hier auf YouTube hochgeladen habe. Falls ihr meinen TikTok-Kanal kennt, da habe ich fast 300.000 Follower, die ich nur mit Schafessen aufgebaut habe. Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich mich dann dazu entschieden, hier auf YouTube für meine Road to Billionaire-Serie diesen YouTube-Kanal hier zu benutzen, den ich schon habe, wo meine Schafesser-Videos drauf sind. Ich habe mir gedacht, es macht irgendwie Sinn, dass ich schon einen Kanal habe, wo Follower sind. Das sieht ein bisschen seriöser aus. Die Leute sehen, hey, der ist vielleicht schon einigermaßen bekannt. Und außerdem habe ich gedacht, dass mir das vielleicht ein bisschen hilft. Da ich richtig gute Short-Aufrufe habe, ich habe teilweise Shorts, die mehrere Millionen Aufrufe haben. Und da habe ich mir gedacht, das macht einfach Sinn, wenn ich hier auf diesem Kanal mit der neuen Videoreihe anfange, weil ich dann einfach am Anfang bessere Aufrufe habe. Das Problem, das ich jetzt aber dabei habe, das mich von Tag zu Tag einfach immer mehr stört, ist die Tatsache, dass ich überhaupt nicht tracken kann, wie viele Abonnenten ich jetzt mit meinen neuen Videos erreicht habe, beziehungsweise wie groß unsere Community jetzt eigentlich ist. Denn die meisten Follower, die kommen immer noch von meinen Short-Videos zum Thema Schafessen. Und ich verliere auch jeden Tag 100 Follower, bekomme jeden Tag 100, 200 neue Follower dazu. Und das alles nur wegen meinen Shorts. Und es ist einfach extrem unbefriedigend, wenn man nicht sieht, wie der Kanal wächst durch meine neuen YouTube-Videos. Weil die noch gar keinen Einfluss drauf haben auf diesen Kanal. Und ich würde einfach gern von null anfangen und mir von null auf eine Community aufbauen. Auch wenn ich dann vielleicht erstmal nur 5 oder 10 Follower habe, das ist mir komplett egal. Aber dann weiß ich, diese 5 oder diese 10 Follower sind nur da für meinen neuen Content und nicht, weil die mich von meinen Short-Videos kennen und aber eigentlich sehen wollen, wie ich scharf ist. Und es bringt mich auch direkt zum zweiten Grund, warum ich einen neuen Kanal mache. Und zwar wegen dem Algorithmus. Ich habe mich jetzt sehr intensiv mit dem YouTube-Algorithmus beschäftigt und habe festgestellt, dass es sehr unklug ist, das Thema eines YouTube-Kanals schlagartig zu ändern. Und genau das habe ich gemacht. Von Kurzvideos zum Thema Schafessen bin ich zu Longform-Videos zum Thema Geldverdienen übergegangen. Und die meisten meiner alten Abonnenten, die feiern diesen neuen Content gar nicht. Die bekommen das Video vielleicht angezeigt, klicken vielleicht gar nicht erst drauf. Oder wenn sie draufklicken, dann schalten sie direkt wieder ab, weil sie es einfach nicht interessiert. Und es ist natürlich auch vermutlich schlecht für den Algorithmus. Natürlich ist mir klar, wenn ich jetzt einen neuen Kanal mache, dass es am Anfang erstmal weniger Aufrufe werden. Aber das ist mir egal. Ich weiß wirklich von Anfang an, wer alles dabei ist wegen diesen Videos und nicht nur, weil sie mich kennen von früher oder so. Die Frage ist jetzt natürlich, wie genau mache ich das Ganze? Weil hier sind schon 55 Videos von der Reihe Road to Billionaire. Mache ich jetzt einfach auf einem neuen Kanal weiter mit Folge 56. Fange ich von neu an? Fange ich wieder mit Folge 1 an? Ich bin mir echt noch nicht sicher, wie ich das mache. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt dazu entschieden, auch Short-Videos zu machen. Ich habe einen neuen YouTube-Kanal bereits erstellt. Den habe ich euch auf jeden Fall schon mal verlinkt. Checkt den gerne aus. Da sind auch schon die ersten beiden Shorts oben. Und in diesen Short-Videos zeige ich jeden Tag, was ich denn den ganzen Tag mache. Checkt die Videos gerne aus. Und da diese Videos auch kürzer sind, kann ich viel mehr Wert auf Qualität legen. Und ich denke, deswegen sind die Videos auch deutlich unterhaltsamer. Natürlich werde ich weiterhin auch Longform-Content machen. Die Frage ist jetzt nur die, mache ich das wirklich wie aktuell jeden Tag oder mache ich das vielleicht nur noch bei den Shorts und lade nur noch ein- bis zweimal die Woche Longform-Content hoch? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen, wahrscheinlich dann auf dem neuen Kanal. Also checkt ihn auf jeden Fall aus. Hier wird es wahrscheinlich keine Videos mehr kommen. Ja, was mir einfach aufgefallen ist, ich möchte natürlich hier eine richtig hohe Qualität bringen. Aber wenn ich jeden Tag ein Longform-Video mache, dann wird es einfach verdammt schwer, ein richtig gutes Video rauszuhauen. Es ist fast unmöglich, irgendwie B-Roll oder Stock-Footage mit einzubauen. Oder einfach ein professionelles Video haben mit mehreren Kameraperspektiven, mit mehreren Schnitten, mit mehreren Locations, was einfach zu viel Zeit verbraucht und unmöglich ist, dass ich jeden Tag so ein Video hochlade. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich auf jeden Fall täglich Shorts hochlade,
ist es kein Problem, das täglich zu machen. Und es macht mir ehrlich gesagt auch richtig Spaß. Und für den Longform-Content würde ich mir echt gerne einfach mehr Zeit lassen, dass ich zwar nicht mehr so oft poste, aber dass es dann halt richtig gute, hochwertige Videos sind, wo ich mich auch ein bisschen ausleben kann und ein bisschen kreativ sein kann. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht so ganz sicher. Ich bin da noch am Überlegen. Auf jeden Fall sind das jetzt erstmal meine Gedanken zu dem ganzen Thema. Ich würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr meinen neuen YouTube-Kanal auscheckt. Checkt auch gerne meinen TikTok-Kanal aus, der ist auch verlinkt. Da habe ich auch einen komplett neuen gemacht. Das sind die Aufrufe tatsächlich echt schon richtig gut. Auf jeden Fall, eine Sache ist klar, die Reise zum Milliardär geht weiter. Ich werde nicht aufgeben und ich werde auch nicht mit Content Creation aufhören. In dem Sinne, Leute. Vielen Dank an alle, die bis jetzt dabei waren und hoffentlich auch weiter dabei sein wollen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.